Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zu einem weiteren Sprint to Glory Manager Duell. Heute mal wieder gegen Flo vom Kanal Testobüffel TV. Und an der Stelle wieder, Jungs, der Aufruf an alle von euch, die den Kanal von Flo noch nicht kennen, macht ungefähr den gleichen Videocontent wie ich. Auch ab und zu mal Throwback to Glory, viele Sprint to Glories und Karrieremodus. Und er ist auf dem Weg zu 500 Abonnenten. Also seid Teil der Testobüffel Army und geht rüber und lasst alle mal einen Daumen da, lasst alle mal ein Abo da, um ihm vielleicht sogar heute schon die Freude bereiten zu können, dass er die 500 Abonnenten geknackt hat. Kurz vielleicht noch zum Regelwerk. Gespielt werden zwei Saisons in einem Sprint to Glory Design, also ganz normal, wie eine STG halt auch abläuft, mit verschiedenen Punkten, die man für verschiedene Leistungen erreichen kann und somit halt die Belohnung dann quasi das Konto aufstocken lässt. Und wer am Ende mehr Punkte gesammelt hat, gewinnt das Manager-Duell. Es war oftmals so, dass Flo bisher gewonnen hat und deshalb wollen wir das heute ändern. Ich mit Benfica Lissabon, Flo spielt mit Sporting, also das Duell beider Teams aus Lissabon in Portugal. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches der beiden Teams eure Favoritenmannschaft ist, sage ich einfach mal. Und wie man für was Punkte bekommt, schreibe ich euch einfach unten in die Videobeschreibung. Jungs, da muss ich nicht alles erklären. Es gibt natürlich für die Liga, für die Platzierung, wo Platz 1 die Punkte bekommt von Platz 18. Also 18 Punkte, Platz 2 17, 3 16. Im Pokal werden die Punkte dann pro Runde immer verdoppelt. Und international lest ihr einfach alles in der Videobeschreibung nach. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Schreibt gerne auch einen Kommentar und abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch OneFootball abchecken. Erster Link in der Videobeschreibung kostenlos zum Downloaden. Und dann geht das Intro auch schon wieder viel zu lang, Jungs. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Let's go! Starten wir also rein in Saison Nummer 1 gegen Arsenal, Valencia und Leverkusen ins Vorbereitungsturnier. Das Team werde ich gleich noch auf Vordermann bringen und parallel haben wir jetzt schon knapp 25 Millionen auf dem Konto. Damit lässt sich, denke ich, was anfangen. Ich muss auch dazu sagen, wir hatten von vornherein ausgemacht, wir machen hier die 60% Budgeterhöhung. Das habe ich gemacht und jetzt werde ich erstmal das Team auf Vordermann bringen. Sieht dann wie folgt aus. Eigentlich nur eine Änderung, glaube ich. Wir haben nur Jonas neu in der Startformation und in der Breite ist das Team durchaus gut bestückt mit dem ehemaligen Stuttgart-Keeper Flacho Dimos im Tor, dann kennen ja viele von euch wahrscheinlich auch. Und ansonsten hier Top-Youngster Fernandes, auch Diaz ziemlich jung und stark. Grimaldo kennen auch viele. Und ansonsten, Jungs, vielleicht die Adele, der schon über 30 ist, upgraden. Oder auch Jonas, vielleicht einfach ein Stück weit verjüngern und nicht so viel an Qualität verlieren. Wir gucken einfach mal, was die Transferphase so bringt. Jetzt werde ich auch noch Verträge verlängern und halt euch natürlich in Sachen Vorbereitungsturnier und Transfers immer auf dem aktuellsten Stand. Angebote laufen. Samaris ist der erste Deal, der schon über die Bühne gegangen ist. 7 Millionen Ablöse somit zu West Ham United. Und parallel, Jungs, gibt es bei uns natürlich auch noch die Möglichkeit, ausgeliehene Spieler, die aktuell von uns an ein anderes Team ausgeliehen sind, möglicherweise zurückzuholen, um den Kader bei einer möglichen Ausverkaufaktion natürlich dann auch in der Breite ganz gut noch hier zu behalten. Unter anderem spiele ich aktuell mit dem Gedanken hier, Anderson Talisca zurückzuholen. Und ganz ehrlich, Jungs, das werde ich, glaube ich, auch machen. Nur die 36.000 sind halt im Verhältnis nichts. Ich hoffe, Flo nimmt mir das ganze Ding nicht zu übel. Spätestens nächstes Jahr wäre ja sowieso bei uns gewesen. Flo, an der Stelle verzeih mir auf jeden Fall, dass ich den Schritt gegangen bin. In der Gruppenphase aus 3 Spielen 7 Punkte geholt. Im Halbfinale dann den BVB geschlagen, sodass jetzt die Toffees vor der Tür stehen. Portugal trifft auf England, Sigurdsson trifft für Everton. Wir skippen das Ding, es bleibt dabei. Wir verlieren im Finale mit 0:1. Ja, lassen da natürlich noch ein bisschen Preisgeld liegen. Aber dennoch können wir, denke ich, mit zufrieden sein. Mit dem Preisgeld vom Vorbereitungsturnier wächst das Konto jetzt auf genau... Hallo? Komme ich hier auch noch aufs Büro? Das Konto wächst jetzt auf knapp 35 Millionen, wo wir natürlich noch ans Gehalt auch anpassen müssen, aber ich denke, damit können wir definitiv arbeiten. Zudem weiterhin jetzt Yardell und Almeida. Zwei weitere Verkäufe perfekt sind. Almeida zum FC Chelsea, Yardell zum BVB. Gleichzeitig nehmen wir da natürlich Geld ein, haben aber auch parallel jetzt auf jeden Fall zwei Lücken in der Startelf. Conti und Korgia kommen jetzt für die eigentlichen zwei Stammspieler, die jetzt verkauft sind, rein und wir müssen gucken, dass wir da qualitativen Ersatz finden. Benfica Lissabon ist dafür bekannt, dass man durchaus starke Spieler aus der Startelf auch zu international besseren Ligen ziehen lässt. Das war damals auch der Fall bei Nelson Semedo und wird jetzt auch parallel noch der Fall sein bei vielen Spielern aktuell bei uns, unter anderem Cervi, Jonas oder auch Facer. Für alle läuft ein Angebot. Ob alles über die Bühne geht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber wir verfolgen schon so ein Stück weit die Transfertaktik. Sehr viel Geld einnehmen und vielleicht sogar später auch mal eine Rückholaktion planen. Das Ganze hier jetzt im Hintergrund bei Nelson Semedo. Ich hoffe, er verzichtet ein Stück weit auf Gehalt. Ich könnte mich aber auch verzocken. Ich hoffe nicht. Okay, er verzichtet auf Gehalt, wird also unser neuer Rechtsverteidiger anstelle von dem verkauften Almeida, 23 Millionen Ablösesumme nur hier für Nelson Semedo. Vor dem Liga-Aufsack ist Jonas in die Premier League gewechselt, zum FC Liverpool. 24 Millionen, Faser-Wechsel zu Athletic Bilbao, 27 Millionen. Die Lücken im Kader natürlich sichtbar. Semedo ist aber gar nicht schlecht, wird er wahrscheinlich auch eingesetzt werden und auch so bleiben. Und Ferreira vorne drin ist auch okay. Da haben wir dann draußen hier noch Castillo als Backup, das geht in Ordnung. Auch Rafa wird wahrscheinlich bald Stammspieler werden, weil für Salvio ein Angebot läuft. Den könnten wir dann austauschen, das wäre in Ordnung. Dann holen wir jetzt noch einen richtigen Kracher vorne drin. Vielleicht noch einen Sechser, wobei ich ehrlich gesagt eher die
Position von Conti ausbessern will, aber der eigentlich auch ein starkes Potenzial hat und nicht unbedingt schlecht ist. Also von daher, Jungs, ich tue mir da wirklich wieder sehr, sehr schwer, was die Kaderplanung angeht. Aber wir werden den richtigen Weg gehen und auf jeden Fall ein paar Lösungen finden. Das Spiel wie Witze Medo funktioniert jetzt hier wahrscheinlich auch aller Voraussicht nach mit Renato Sanches. Rückholaktion vom FC Bayern München, die glückt. 5 Jahre Vertragsdauer und der nächste Transfer bei uns. Saisonauftakt im Hintergrund, geglückt, ja oder nein? Es ist ein 1-1 gegen Guy Mahrez. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist, Jungs. Verzeiht mir natürlich auch jegliche Aussprachefehler von Teams hier aus Portugal oder natürlich später von Teams international. Aber ein Punkt, ich glaube, gegen einen der mitbesten Teams in der Liga ist, denke ich, in Ordnung. Die Freigabesumme hier lassen wir nicht über die Bühne gehen, sondern verlängern direkt erstmal mit Alejandro Gomez. Und hier ist Salvio von uns gegangen. 33 Millionen von uns gegangen. Das hört sich so an, als wäre er gestorben, von uns verkauft worden. Sagen wir es so, zum FC Porto Liga intern. 33 Millionen. Der nächste Deal ist perfekt. 45 Millionen Ablösesumme, Rekordablösesumme in der kompletten Vereinsgeschichte für Alvaro Morata, der jetzt auch für 5 Jahre bei uns unterschrieben hat und nur 100.000 Gehalt will. Der verzichtet hier auf über 30.000, was er zuvor mehr beim FC Chelsea bekommen hat. Der nächste und zugleich auch letzte Deal ist fix. Thomas Partey wechselt von Atletico Madrid für 33,2 Millionen zu uns. Also auch der vierte Deal über die Bühne gegangen, neben Morata, Sanchez und ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wem noch. Wir haben hinten rechts doch noch jemand. Ach, Semedo, genau, ist Thomas Partey der Nächste. Und ich stelle euch jetzt mal das Team vor, was uns jetzt zugleich ins Derby begleitet und auch in die komplette Hinserie. Das ist also die Startformation. Thomas Partey auf der 6, da fühlt er sich wahrscheinlich am wohlsten. Vorne Alvaro Morata, der jetzt im letzten Spiel tatsächlich noch nicht mal gespielt hat, weil ich ihn vergessen hatte einzuwechseln. Da haben wir auch auswärts nur 1-1 gespielt. Sanchez ist draußen auf der Bank. Als dritter Neuzugang, als vierter Neuzugang wissen wir, dass Semedo in der Startformation. Und jetzt, weshalb ich nochmal in die Live-Simulation gehe, folgender Grund: Derby, wir gegen Sporting, also indirekt wir gegen Flo, und das Ganze jetzt hier, und Fernandes direkt mal mit dem 1-0 für die Gäste, das gefällt uns natürlich gar nicht. Ich hoffe, dass wir zurückschlagen, ich will die ersten 3 Punkte und das am besten hier noch in der Live-Simulation einfach mitnehmen, und ich hoffe, dass Morata vielleicht auch einfach netzt, um hier einen sehr guten Einstand dann zu haben, aber zur Pause gehen wir mit 0-1 Rückstand rein und dann kommt Sanchez und vielleicht ist Sanchez der Auslöser, weshalb sich das Ding noch drehen könnte. Morata 1-1, lange aber noch nichts entschieden. Es könnte noch auf beiden Seiten was passieren. Nein, doch, es ist wieder Fernandes, 89. Es wird nicht das dritte 1-1 in Folge, ganz im Gegenteil. Wir verlieren tatsächlich zu Hause mit 1-2 gegen den großen Rivalen und haben nur 2 Punkte nach 3 Spielen, und das ist eine sehr, sehr magere Ausbeute. Aber naja, da müssen wir auf jeden Fall durch. Wo wir auch durch müssen, ist durch die UEFA Europa League. Weshalb wir nur Europa League sind, folgender Grund: Wir wollen die gleiche Punkte, also das gleiche Punktesystem. Wir als Sporting, als Benfica, wollen also gleich viele Punkte wie Sporting, die ja in Real Life nur Europa League spielen. Benfica spielt ja beim FC Bayern München Champions League. Deshalb für uns Europa League, Gegner Udinese Calcio, der FC Arsenal und hier Drömsö. Naja, das sollte doch normalerweise der Einzug ins 16. Finale machbar sein. Am 1. Januar sehen wir uns. Wintertransferphase. Wir blicken natürlich ja standesgemäß zurück. Udinese 1-0 gewonnen. Wichtiger Einstand. Arsenal gewonnen und dann auch gegen Drömsö. Bedeutet hier 9 Punkte nach 3 Spielen. Das bessern wir auf, das bessern wir auf und das bessern wir leider nicht auf. Aber mit Glück ist es trotzdem Platz 1? Nee, weil Arsenal wie auch wir jeweils unsere anderen Spiele gegen die beiden Teams unten gewinnen und dann gegenseitig gewonnen haben. Also ihr versteht, denke ich, was ich meine. Im Endeffekt hat Arsenal den besseren direkten Vergleich. Bedeutet für uns, wir kriegen hier einen ja verhältnismäßig schwierigeren Gegner, Arsenal gegen AEK, aber das ist auch machbar. Anderlecht, naja, wir sollten weiterkommen. Noch wird es hier keine Punkte dafür geben. Erst wenn wir die Runde überstehen und die nächste auch noch, würden wir international die ersten 5 Punkte fürs Manager-Duell perfekt machen. Wie es in der Liga aussieht, schauen wir hier. Wir haben ein Stück weit aufgeschlossen, sind auf Platz 5, was aber lange natürlich nicht das ist, wo wir irgendwann hinwollen. Wir wollen nach ganz oben, da wird es aber extrem schwierig, weil wir da jetzt schon 7 Punkte Rückstand haben und im Pokal sind wir immerhin noch im Viertelfinale. Da haben wir die erste Runde überstanden, was bedeutet, hier ist der erste Punkt perfekt. Im nächsten Ding, also in der nächsten Runde, könnten wir dann auch das Ganze verdoppeln und die weiteren 2 Punkte dazu holen. Das Team hat sich verbessert, sieht gut aus, wirklich richtig, richtig stark, bis auf Keeper Vlachodimos und Conti auch überall auf der 80+. Wie es weitergeht, sehen wir dann, wenn wir direkt ans Ende der Saison simuliert haben. Bedeutet hier, Anderlecht und weitere mögliche K.O.-Phasen in der Europa League sind im Endeffekt nicht wirklich wichtig, weil wir am Ende dann nur gucken wollen, wie viele Punkte wir gemacht haben und hoffen, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen, da vielleicht die Gruppenphase überstehen und dann natürlich da in die ganzen K.O.-Simulationsspiele reinzugehen. Also wir gehen jetzt erstmal ans Ende der Saison, blicken dann auf den nationalen Pokal, auf die Liga und natürlich auf Europa League, wo wir hoffentlich ein paar Punkte mitnehmen konnten. So, die Saison ist zu Ende. Wir sehen hier doch nochmal Pressekonferenz. Bedeutet, wir sind hier im Pokal national, im
Intaja Portuguesa gegen Portimone. Ja, ist Portimone nur abgekürzt, ist es Portimonense SC. Bedeutet hier, ein Punkt nach Runde 1, verdoppelt plus 2, sind wir bei 3 durchs Viertelfinal weitergekommen. Dadurch dann weitere 4 Punkte jetzt dazu, weil wir Porto geschlagen haben im Halbfinale. Bedeutet hier sind wir insgesamt bei 7 Punkte. Das können wir auch noch mitnehmen, Jungs. Real Talk. Wenn wir hier jetzt 8 Punkte im Finale mitnehmen, bedeutet wir könnten 15 Punkte aus dem Pokal in Portugal mitnehmen. Nee, stimmt nicht. 1 Punkt, 2 Punkte, 4 Punkte, 8 Punkte. Oder stimmt doch? Doch, Jungs, das müsste stimmen, oder? 15 Punkte hört sich irgendwie so viel an. Es kann auch sein, dass ich mich da komplett verrechnet habe. Aber ganz ehrlich, Runde 1. Okay, dann kriegen wir das Ganze verdoppelt, sind wir bei 2 Punkte. Wir bekommen die dann verdoppelt bei 4, bekommen die 4 verdoppelt bei 8. Doch, also wenn wir das Finale gewinnen, stehen wir bei 18 Punkte. Stand jetzt aber 7 durch den Pokal. Wie sieht's in der Liga aus? Da sind wir noch Zweite geworden. Bedeutet nächstes Jahr womöglich Champions League. Ich glaube aber, dass wir in die Qualifikation müssen. Bekommen aber auch hier aufgrund der Position 17 Punkte. Also quasi gespiegelt. Platz 2 bekommt die Punkte vom Vorletzten. Wir haben 17 Punkte hier, möglicherweise jetzt dann natürlich auch noch abgegradet durch weitere 15 durch den Pokal. Bisher aber haben wir 7 Pokal, 17 in der Liga, stehen wir bei 24. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie es in der Europa League gelaufen ist. Da war hier Runde der letzten 32, da sind wir gegen Anderlecht weitergekommen, noch keine Punkte. Erst wenn wir das Achtelfinale gewonnen hätten, und das haben wir gewonnen gegen Marseille, bedeutet weitere 5, stehen wir bei 29 Punkten und im Viertelfinale war dann Endstation. Bedeutet 29 Punkte Stand jetzt, die wir jetzt noch durch weitere 8 Punkte upgraden könnten, wenn wir hier das Finale vom portugiesischen Pokal gewinnen. Wenn wir reingeben alles, ist natürlich wichtig, dass wir viele Punkte mitnehmen und es war extrem wichtig, dass wir eine so starke Rückrunde gespielt haben. Pizzi 1-0. Entweder wir bleiben bei den 29 Punkten mit einer Niederlage hier oder wir stocken auf, Jungs, auf 37 Punkte nach der ersten Saison. Das wäre ein absolutes Wunder, das wäre absolut top und ich denke im Verhältnis auch eine sehr gute Punkteausbeute im Vergleich zu Flo, wo ich echt mal gespannt bin, wie es bei ihm lief. Deshalb, Jungs, die Folge bei ihm definitiv auch mal abchecken. Pizzi 2-0, Doppelpack. Bedeutet, das ist so gut wie sicher der Pokal und es ist Fakt, Jungs. Vizemeister, Viertelfinale aus Europa League und hier gewinnen wir den nationalen Pokal, holen 37 Punkte in der ersten Saison und switchen direkt in die letzte und zugleich auch zweite Saison. Bis gleich. Der Kader steht eigentlich schon zum größten Teil, Jungs. Wenn wir eine Schwachstelle ausmachen müssten, dann ist es eventuell die Keeper-Position, wo aktuell Flachodimos der einzige Spieler unter dem 80er-Rating ist. Geld dafür haben wir 33 Millionen. Bereits alle Verträge verlängert. Rom, West und Betis Sevilla, die Gegner im Vorbereitungscup. Vorbereitungsturnier simuliere ich natürlich mal wieder durch und gucke, wie viel mögliches Preisgeld wir mitnehmen. Bis zu 10 Millionen sind da drin. Im Hintergrund werde ich natürlich auch probieren, ein paar Spieler zu verkaufen, um einfach da noch mal ein bisschen Geld mitzunehmen und dann vielleicht einen richtig krassen Keeper holen zu können. Die ersten zwei Abgänge sind perfekt. André Carrillo, der war ausgeliehen, ist jetzt zurückgekehrt. 11,7 Millionen zu Werder Bremen. Lisandro Lopes zu Olympique Marseille für 8,6 Millionen. Und im Hintergrund könnten wir tatsächlich das Maximale vom Vorbereitungsturnier rausholen. Wir sind nämlich mittlerweile im Finale angekommen, nachdem wir alle 4 Spiele bis hierhin gewonnen haben. Halbfinale ist klar, aber auch in der Gruppe. Alle 3 Spiele gewonnen. Hier jetzt AS Rom. Das verlieren wir dann deutlich mit 0-3. Lodeiro, El Charavi und Javier Pastore sind die Torschützen. Wieder mal im Finale. Wieder mal verloren. Ist aber nicht so wichtig. Bedeutet also, wir haben Geld. Und das Geld müssen wir jetzt investieren, dass die Kaderplanung womöglich schon vor dem Quali-Rundenspiel gegen Anderlecht perfekt ist. Der nächste und zugleich auch letzte Neuzugang ist perfekt. Das ist auch der einzige in der Saison. Englands Nationalkeeper Jordan Pickford wechselt für 5 Jahre jetzt zu uns für eine Ablösesumme von 50 Millionen. Ein unfassbarer Deal und somit ist wieder mal die Rekordablösesumme intern hier in der Vereinsgeschichte von Benfica getoppt. Natürlich nur auf unserem Weg, sage ich mal, oder auf unserer Simulation hier, aber dennoch, es ist absolut krass. Natürlich Flachodimos mit auf die Bank. John Pickford kann dann auch direkt in die Startformation und das Team im Hintergrund ist dennoch auch in der Breite absolut gut aufgestellt. Hier top, überall die 80 und sogar drüber. Das ist das Ziel, das wir jetzt erreicht haben und jetzt gucken wir mal, wie wir gegen Anderlecht spielen. Wir rein also ins Hinspiel zu Hause in Lissabon gegen den RSC Anderlecht. Das war ja der Gegner in der Runde der letzten 32 vergangene Saison in der Europa League. Da sind wir weitergekommen. Ich will heute, dass es in beiden Spielen eine ähnliche Wertung gibt. In der Gesamtbewertung natürlich. Grimaldo, Spieler aus der eigenen Jugend für hinten links, macht das 1-0. Talisca das 2-0 und 2 Minuten später verschießt Pizzi einen Elfmeter mit der Chance aufs 3-0. Aber das macht den Donker jetzt zunichte. 2-1, 56. Spielminute, kommen wir da nochmal raus. Ich will eine 2-Tore-Vorsprung-Führung, sage ich mal.
Aber das klappt auch. Grimaldo, 84. Doppelpack vom Linksverteidiger. 3-1 ist eine, denke ich, verhältnismäßig gute Ausgangslage fürs Rückspiel, wo wir eigentlich nur verwalten müssen. Parallel wie auch im Hinspiel noch immer auf Alvaro Morata verzichten müssen. Ferreira dafür vorne im Sturm. Und wir wollen vielleicht einfach mal das Auswärtstor. Das wäre extrem wichtig. Dann würden wir nämlich Anderlecht zwingen, mindestens 3 Tore erzielen zu müssen. Das wollen wir verhindern. Beim 1-0, was Dos Santos jetzt erzielt, sind wir noch immer weiter. Bei einem weiteren Tor allerdings für Anderlecht mit einem 2-0 wäre der RSC durch. Und das wollen wir verhindern. Bedeutet einfach noch ein Tor auf unserer Seite für die Champions League, was genauso wichtig ist wie auch die Europa League. Vielleicht sogar noch ein Stück weit wichtiger. Es passiert nichts mehr. Denkbar knappes Ergebnis. Ein weiteres Tor der Belgier und wir wären weg vom Fenster. Und nur Europa League. So heißt es jetzt Champions League, wo ich direkt euch mal die Gegner vorstelle. Nee, wobei, wir müssen nochmal in die Quali-Runde. PSV Eindhoven. Auswärts beim Rekordmeister aus der Niederlande. Wenn mich nicht alles täuscht, ist, glaube ich, PSV dort die absolute Macht. Das müssen wir auch immer mal wieder in der Youth to Glory mit Ajax zu spüren bekommen, wo PSV immer Erster ist und jedes Mal das direkte Duell gegen uns gewinnt. Pizzi verschießt mal wieder einen Elfmeter. Ferreira macht das Ganze aber besser in der 38. Spielminute mit der Führung für uns und Rafa macht das so wichtige zweite Auswärtstor. Das ist extrem wichtig. Ich hoffe, dass wir hier vielleicht das 2-0 sogar über die Bühne retten. Wenn wir eins kassieren, wäre es auch nicht so wild, aber das 2-0 ist perfekt und wir reiten das sogar über die Bühne, Jungs. Im Rückspiel ist wirklich alles drin und läuft aktuell alles für uns. Bedeutet nur noch ein Sieg und wir haben es tatsächlich geschafft, uns dann durch beide Quali-Runden durchzuschlagen und uns für die Gruppenphase zu qualifizieren. Ich bin gespannt. Gegen Sparta Prag hatten sie zuvor beide Spiele gewonnen. Gegen uns das erste jetzt verloren. Brauchen auch hier von vornherein 2 Tore auswärts, jetzt sogar 3. Und gleichzeitig ist an dem Standpunkt jetzt, wo Semedo getroffen hat, auch schon die Verlängerung ausgeschlossen. Bergwien 1-1 Eindhoven und jetzt das 2-1 Ferreira. Wir gehen also mit einem 2-1 in die Pause. Und jetzt braucht Eindhoven weitere 3 Tore. Sie müssten auswärts 4-2 gewinnen. Aktuell machen sie nicht die Anzeichen danach. Pizzi stattdessen macht das dritte Ding vom Punkt nicht rein in das dritte, wie sagt man? Ja, Jungs, ich habe es auf jeden Fall vergessen, was ich sagen wollte. Pizzi 3-1, dreimal vom Punkt gescheitert und das alle dreimal in der Vorbereitung bzw. in den Playoff-Runden zur Champions League. In der Liga sind wir perfekt reingestartet, 3 Spiele, 3 Siege. Wer die Gegner jetzt in der Königsklasse-Gruppenphase ist, sehen wir gleich. Im Endeffekt wollen wir es so nehmen, wie es kommt. Ajax als Gegner, wir haben Real Madrid und ZSKA Moskau. Eventuell ist Platz 2 ja drin vor ZSKA und Ajax, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir mindestens Platz 3 belegen. Ich will nämlich dann mindestens durch die Gruppenphase, sollten wir abgestuft werden in die Europa League, immer noch international spielen. Das sollte das Ziel sein. Es geht um Punkte. Wie es im Endeffekt läuft, ist mir relativ egal, weil es kann natürlich sein, man geht in die Champions League, ist im Achtelfinale, verliert da direkt, nimmt keine Punkte mit, kann aber durch eine Europa League, also durch Platz 3 in der Gruppenphase in der Europa League viel weiterkommen, viel mehr Punkte mitnehmen. Was ich also damit sagen wollte, Jungs, ist, dass wir ganz einfach kurz und knapp so nehmen, wie es kommt. Die Spannung steigt. Haben wir überhaupt noch eine Chance, international Punkte mitzunehmen. Wir haben jetzt hier das doppelte Derby in der Liga gegen Sporting und im Viertelfinale vom portugiesischen Cup auch gegen Sporting. Bedeutet also, da sind wir schon mal eine Runde weiter und haben einen Punkt mitgenommen. Am Ende zählen wir aber erst alles zusammen. Auftakt gegen Ajax 4-1, 1-0 verloren, dann gegen Real 2-0 Sieg gegen ZSKA. Das Rückspiel haben wir auch gewonnen gegen ZSKA, auch gegen Ajax und gegen Real Madrid dann nochmal 1-0 verloren. Bedeutet dennoch 12 Punkte und Platz 2, genauso ist es. Und die Chance hier, wichtige Punkte mitzunehmen. Gleichzeitig aber das Risiko auch zu haben, gar keine Punkte mitzunehmen, weil wir müssen das Achtelfinale überstehen, um dann die ersten 10 Punkte zu bekommen. Und hier wartet direkt mal Juventus Turin. Da hätte uns der Gegner von Real Madrid mit Neapel vielleicht ein Stück weit besser gestanden, aber im Endeffekt, ja, ist es ein ganz enges Ding. In der Liga stehen wir auf Platz 1, Pokal wissen wir, Viertelfinale, das Team verbessert sich weiterhin kontinuierlich. Stellen wir einen Top-Torschützen, das würde mich mal interessieren. Nee, wir haben Pizzi mit, 7 Toren auf Platz 5, aber da sind ganz viele andere auch noch dabei. Also im Endeffekt, Jungs, wird nichts mehr passieren im Winter. Was gleichzeitig bedeutet, wir gehen jetzt Achtelfinale gegen die alte Dame. Zu Beginn geht's also zu Hause ran. Ich bin echt richtig gespannt, wie wir uns hier schlagen. Ich hoffe natürlich auf ein einigermaßen gutes Ergebnis, auch wenn Juventus natürlich als absoluter Favorit in das Duell hier geht. Nicht nur in das Hinspiel, sondern auch in das Rückspiel. Da wahrscheinlich noch viel mehr vor eigener Kulisse. Aber Alvaro Morata gegen den ehemaligen Arbeitgeber mit dem 1-0, Xavi in der 45. dann mit dem 2-0. Alles innerhalb der ersten Halbzeit. Und am besten kassieren wir keins gegen uns. Das wäre top. Das wäre das Ziel hier. Komm schon. Ey, bitte, bitte. Es passiert nichts mehr.
Ja, Morata und Cervi, 2-0 Hinspielerfolg gegen Juventus Turin. Natürlich ist noch lange nichts entschieden, aber wir haben Juventus eventuell da, wo wir sie brauchen, Jungs. Und jetzt irgendwie im Rückspiel alles dran setzen, dass Juve vielleicht ziemlich spät erst zum 1-0 kommt oder wir vielleicht sogar auswärts treffen, aber auch ein 2-0 kann Juventus natürlich noch drehen im Rückspiel. Gibt's für uns 10 Punkte aufs Punktekonto hier, auf das Duellkonto, ja oder nein? Juventus zu Hause, Allianz Stadium, Gortalischka! 1-0 Führung, aber Ronaldo ist mit dem Ausgleich 7 Minuten später da, bedeutet aber jetzt Verlängerung ausgeschlossen. Juve braucht weitere 3 Tore. Die müssen das Spiel hier 4-1 gegen uns gewinnen und das ist Fakt. Dybala macht aber schon mal das 2-1. Jetzt bitte nicht mehr das 3-1 vor der 80. oder so, Jungs. Ein 3-1 würde aber nicht reichen für Juventus. Auch ein 2-1 natürlich nicht. Jawohl, wir verlieren zwar, aber das ist irgendwie, ja, gefühlt ein Sieg. 2-1, Sankt Talischka, der das so wichtige 1-0 geschossen hat. Ziehen wir hier in der Champions League eine Runde weiter. Völlig überraschend haben wir hier gegen Turin gewonnen. Und wer jetzt dann der nächste Gegner ist, Jungs, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich simuliere hier mal weiter nach vorne und dann sehen wir uns gleich. Es wartet Real Madrid. In der Kalendersimulation ist es der 8. April am Mittwoch. Und es geht wieder mal zu Beginn zu Hause ran, Jungs. Wir wissen, wie das gegen Juventus gelaufen ist. Dass es nochmal so läuft, ist ausgeschlossen. Da bin ich mir ziemlich sicher, Jungs. Hier wird es wahrscheinlich jetzt doch schon ziemlich deutlich. Die Erfahrung habe ich des Öfteren gemacht. Wenn dann wirklich Real Madrid da war, wurde es auch deutlich und wurde es großartig ohne Probleme aus Sicht der Königlichen. Asensio 1-0, Xavi gleich für uns aus. Das ist zugleich der Pausenstand, Jungs. Dann gibt es ein paar Wechsel auf beiden Seiten jeweils. Auch auf beiden Seiten hier dann Karten. Gareth Bale glatt rot, Real in Unterzahl. Und wir vielleicht mit der Chance zum 2-1 oder mit dem 1-1 wäre ich auch zufrieden. Falcao macht es doch noch in Unterzahl, gewinnt Madrid bei uns 2-1 und zeigt doch schon ziemlich früh jetzt hier auch, dass sie auf jeden Fall Richtung Halbfinale schielen. Ohne den rot gesperrten Gareth Bale, aber mit einer deutlich besseren Ausgangslage gehen die Königlichen jetzt hier ins Viertelfinal-Rückspiel und für uns heißt es, wir brauchen von vornherein 2 Tore, unabhängig davon, ob Vasquez getroffen hat. Talischka macht das 1-1, wir bräuchten das zweite auswärts, um dann das Hinspielergebnis zu egalisieren. Zur Pause steht es 1-1, wir schlagen uns überraschenderweise sehr, sehr gut. Real war ja auch bei uns in der Gruppe hier in der Champions League und da haben wir auch zweimal ziemlich knapp nur verloren. Hier vielleicht ein Unentschieden mitnehmen, auch wenn es nicht fürs Weiterkommen reicht, Jungs, ist es dennoch ein sehr, sehr starkes Ergebnis und im Endeffekt denkbar knapp aus Sicht von Real Madrid, dass sie hier ins Halbfinale einziehen. In der Gesamtbewertung ist es ein 3-2 Erfolg für Real und für uns Endstation. Bedeutet, international nehmen wir 10 Punkte mit. Wie das Ganze in der Liga und im nationalen Pokal aussieht, sehen wir dann hier, wenn die Saison zu Ende ist. Die Saison neigt sich dem Ende zu, das Ende also von der Episode. In der Liga sind wir Meister mit deutlichem Vorsprung von 16 Punkten vor Sporting Lissabon. Bedeutet, wir bekommen die Punkte vom Letztplatzierten und sind also dann bei 18 Punkten in der Liga. In der Champions League haben wir 10 geholt durch Siegen im Achtelfinale. Sag mal, habe ich sie noch alle? Achtelfinale gegen Juventus Turin. Wo war hier Endstation? Hier schon im Viertelfinale, bedeutet im Pokal nur einen Punkt mitgenommen. Macht in der Gesamtwertung in der Saison 29 Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Und das verrechnet dann mit den 37 aus der ersten Saison. Ergibt 66 Punkte und das mit dem Team im Hintergrund. Talischka natürlich absolute Weltklasse. Genauso auch Jordan Pickford, Partey, Grimaldo und wie sie nicht alle heißen. In der Liga lief es absolut perfekt, Jungs. Wir haben hier Xavi, 13 Tore, ist in Ordnung, 85 Punkte ist eine sehr gute Ausbeute und jetzt heißt es für uns natürlich hoffen, dass Flo nicht mehr Punkte geholt hat als wir und deshalb für euch natürlich auch der Weg zu Flo rüber über die Infokarte, über die Videobeschreibung oder eben einfach ein bei YouTube Testobüffel TV rüberschauen, gucken, wie viele Punkte er gemacht hat und dann vielleicht auch jeweils unter den Kommentaren spoilern, natürlich erst, wenn das Video ein Stück weit draußen ist, wer gewonnen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne auch einen Kommentar und abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Jungs. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich bin raus, haut rein und ciao.